Für Earl out. Piper ist ja jetzt am Schlüssel, genau, genau. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier gerade eben waren. Ah ja, genau, beim Nicky. Nick Daddy. Wer ist da? Nick Diamond? Nee. Egal. Bei Billie Jean waren wir gerade und haben uns, ich glaube, einen Auftrag abgeholt. Ich glaube, wir gehen jetzt zu Kellogg's Haus, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube schon. Okay. Ich muss sowas von dick produzieren. Wir sind ja dann über die Feiertage praktisch durchgehend weg, beziehungsweise ich habe keine Zeit, irgendwie, ja, was zu machen. So ein bisschen zacki-zacki Tendarus, aber naja, was soll man machen? Ich hoffe nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Ja. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Oh nein. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Oh nein. Schnell, sauber, gründlich. Oh nein. Keine Feinde. Weil sie alle tot sind. Weil sie alle tot sind. Bis auf dich, du Fisch. Sehen wir uns etwas um. Ja. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Na, aber sichi. Da sehe ich doch schon direkt Fakt Nummer 1. Diesen Gürtel. Hey. Diesen, Bitchy-Bitchy-Gürtel her. Naja. Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Erwartet. Ja, irgendwie ist es echt scheiße klein. Schlafsack, Bett, passt ja. Für ein kleines Child. Was ist da? Gold. Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Hier ist irgendwo ein Schalter, genau, am Schreibtisch oder so. Aha. Ah! Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Ja, moin. Nuka-Cola. Schigelim. Aufbereitetes Wasser nehme ich auch mal mit. Kartoffelchips. Ist da jemand geschossen? Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Der Sessel oder was? Naja, ist schon echt krass. Wirklich sehr krass. When it start, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Ja, da hast du recht. Ich frage mich, ob Dogmeat seine Fährte aufnehmen kann. Das ist gar keine schlechte Idee. Manche Hunde hier in Commonwealth können Leute über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Genau, ich denke, wenn wir ihn jetzt mitbitten, dann bleibt die Piper weg und die Piper haben wir jetzt ja ganz frisch eingesagt. Mach's gut, Nick. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Wenn du zurück bist, will ich deinen Kleinen mal kennenlernen. Ja, klar, viel natürlich. Glück. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir einfach Bescheid. Wo ist denn die Pippe? Ah, da sitzt sie rum, okay. So, also wir müssen zu Dogmeat und ihm eine Zigarette in die Nase stecken. Eine Zigarre, meine ich, sorry, eine Zigarre. Ah, ich bin doch so ein ultra ausgelutschtes Kaugummi, direkt mal weg damit. Ja, was habe ich eben gesagt? Genau, ultramäßig vorproduzieren, hardcore pressen. Schön, ich muss. Ah, da ist er ja. Okay. Dogmeat. Bitte schön, Dogmeat. Schnüffel mal da dran. Schnüffel mal da dran, Dogmeat. Das ist meine Hand. Da habe ich reingeschissen. Riech mal, was ist das? Meine Kacke. Hol dir Kellogg, Junge. Bring mich zu diesem Dreckskerl. Ja. Nee. Okay, sehr gut, los geht's. Here we fucking go. Bäh, 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 bäh. Scheinbar haben wir hier bei der Fallout-Geschichte einige Leute. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass es einige von euch sind, aber einige, die echt nur kurz in diese Sachen reinschauen. Ich weiß, dass es viel, oder es gibt viele oder einige, die es ganz... Ich will dir nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist, aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Einige, die es ganz angucken. Und trotzdem haben wir Watchtime hier im Schnitt von ungefähr 8 Minuten. Also die 30-Minuten-Videos werden im Schnitt nur 8 Minuten geschaut. Ich denke, es gibt viele, die, keine Ahnung, aufgrund von dem Titel oder von der Thumbnail in eine bestimmte Folge reinschauen, dann direkt raustappen, wenn sie oder rausschalten, wenn sie sehen, oh, das ist so ein langwieriges Video. Und dass die Watchtime wahrscheinlich deswegen sehr sinkt. Ja. Weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Ach ja, genau, ich habe letztens mit Wallen wieder über die Watchtimes gesprochen. Aber an sich bringen die Fallout-Videos eine extrem krasse Watchtime in Minuten, weil sie halt sehr lang sind und, wie gesagt, das schauen einige dann doch komplett an. Und das sind halt dann wirklich immer 30 Minuten. Das sind dann manche oder oftmals oder eigentlich jedes Mal mehrere Tage, die pro Tag geschaut werden. Klingt komisch, ist aber so. So, Dagi, wo gehen wir jetzt hin? Weißt du, wo die ist, die Zigarette? Da rennt er und rennt er und rennt er doch mit.
Oh, da vorne gibt's was zu entdecken. Eine Quest. Die erkunde ich, glaube ich, oder entdecke ich ganz kurz. Warte. What the fuck? Bitte, Hilfe! Hä? Hier los. Schnell, sie ist hier drin. Hilf ihr! Warte mal kurz. Dogmeat, bist du noch da? Ach, scheiße. Dogmeat, schnell! Okay, wartet. Dogmeat ist hier. Ich mach kurz einen richtig harten Speicherpunkt. Und geh ganz kurz da hinterher. Dogmeat, du bleibst hoffentlich hier irgendwo stehen. Ich glaube, der kommt nicht mit, ne? Der bleibt einfach da jetzt dann gleich stehen. Genau. Optimal. Hardware Tan. Da müssen wir doch eh rein, oder? Um diese Farbeimer zu holen. Ja, das trifft sich ja gerade optimal. Da können wir einer güldenen Frau in Nöten helfen und dann gleichzeitig noch Farbe mitbringen. Also, super. Schnell. Wo ist sie denn, hä? Komm schon her, du Wichser! Hallo. Hallo, ihr Wichser. Ja, ich wusste es, die Waffe ist sick. Die Waffe ist richtig sick. Wir haben die ein bisschen aufgepimpt. Die haben uns verarscht, knallhart. Kenn ich nichts. Da reise ich jetzt natürlich dann gleich ordentlich rein. Warte mal, das ist nicht die richtige Waffe. Ah, die wollte ich generell eintauschen, beziehungsweise auswechseln, ne, unsere... Weil wir die eine so krass aufgepimmelt haben. Hä, wo ist denn die jetzt? Wo ist jetzt die Waffe, die wir gerade eben hatten? Ist das hier oben eine, so eine... Ist das die One-Tap? Ah ja, genau, die One-Tap! Ah, ja. Ich das ist ja keine Long-Dingens mehr, sondern eine Pistole, mehr oder weniger. Ich glaube dich. Oh, das ist die Pipe. Oh ja! Oh shit! Ich wusste, dass das richtig krass ist, wenn wir hier die, weil die halt irgendwie 30% des Schutzes umgeht. Die macht dann zwar nicht so ultra viel Damage insgesamt, aber ja. Bingo. Bingo, bango, bongo. Okay, du brauchst blaue Farbe. Was hab ich jetzt gerade für eine Farbe eingestellt? Grün? Ach so, stell grüne Farbe her. Ich hatte hier grün reingestellt. Ich wollte gerade sagen, das könnte jetzt... Gut, wir haben die Farbe im Sack, oder? Oder ist es die jetzt? Ich weiß es nicht. Fuck. Okay. Na, Pistolen. Ohne Sicherung. Viel Glück, wenn du hier was finden willst. Piper, halt die Fresse. Ich finde hier alles, was ich will und noch ein bisschen mehr, okay? Also chill. Chill. Vielleicht hätten wir die doch nicht mitnehmen sollen. Ist ja direkt pissig drauf, die Alte. Ist direkt pissig drauf. Bin direkt die I. Man kann hier irgendwie hoch, erinnere ich mich. Und dann gab es hier oben auch noch Zeug, wo man was finden konnte. Hier, Kronkorken, aber es gab, glaube ich, so einen richtigen Weg. Piper, super gemacht, du hast mich geschubst. Ich hab doch Joghurt im Rucksack, du Nase. Da steht so rum. Macht Chillimille. Der Movement-König braucht. Muss die Waffe wegstecken, damit es geht. Ai! Ai! Exactly. Oh! Aber immerhin haben wir hier. Oh. Den Ultraweg gefunden. Man kann ja nämlich einfach hoch. So viele Fusionszellen, die müssen wir endlich mal nutzen. Was ist denn hier? Ah, Blast Radius. Das haben wir doch eigentlich auch letztens noch gebraucht für irgendwas. Also, die Ingredients davon. Ach, hier lang. Ah, okay. Macht natürlich Sinn. So. Voll wenig Zeug. Warum sieht das so cool aus? Ah, Wottes. Ah, jo, klar. Der Wottes halt wieder, ne? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zu Dagimiri. Dirk. Ah, Moment. Der Keller noch. Vielleicht ist hier noch was Krasses drin. Sieht nicht so aus. Oha, voll unterhöhlt hier, das Ganze. Ah, okay. Jetzt kommen wir einfach wieder hier raus. Läuft. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir hier schneller rankommen und das nicht so einen komischen, unterhöhlten Weg hat. Komm, Klebeband noch mit. Zack. Piper, Vorsicht. Pepper. Incoming. Wo führt das dann hin? Ach, in die Toilette. Aha. In die Nicolette. Hat es noch einen Stock, einen weiteren? Ah, jo.
würde mich nicht wundern, wenn die oben noch Gegner sind, die wir vergessen. Na, vielleicht auch nicht. Die wurden da, glaube ich, am Schluss angezeigt, ne? Oder war das die Farbe, die angeschaltet wurde? Ich glaube, es war die. Kann man einfach nicht aussperren. Tja, genau. Also, das ist nämlich auch gut. Ich Ventilator. Enthält Schrauben. Meister. Eine Leichtigkeit. Eine verschissene Leichtigkeit. Ach, fuck. Ach, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shoot. Hey. Es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Na? Ja! 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 Scheiße, ja! Vergrund. Bin das Handy und Eskalier? Hallo, hallo, willkommen im Kartoffelsalat. Ich glaube, es geht los. Dass ich grundsätzlich in diesen Fallout-Aufnahmen angerufen werde. In allen anderen Aufnahmen ist es. Hier ist noch ein Weg, okay. Ist wirklich scheißegal. Da kann ich es rausschneiden. Jawohl, Lagerhallen. Perfekt. Perfekt. In allen Aufnahmen ist es egal, aber hier. Da. Doch sagt es hart. Was kann diese Bleiverkleidung? Gucken wir mal. Kleidung. Was für eine Scheiße, der Trenchcoat. Das ist schon ein bisschen krasser hier, ne? Oh mein Gott. What the fuck? Wartet mal ganz kurz, lass mich mal kurz das Handy auf lautlos machen. Das ist ja zum Kotzen. So. Also. Die Synth-Rüstung. Ja. Ha. Ich nehme das mal mit. Ich denke, das hier wird's. Dann machen wir da noch ein paar Taschen dran. Dann können wir auch wieder mehr tragen. Auch damit. Und dann sollte das passen. Ah, weiterer Tisch. Ventilator. Wie viel können wir noch tragen überhaupt? Warum schleppen wir uns schon die ganze Zeit ab hier? Die Piper hat da noch gar nichts genommen. Die hat ja auch noch Platz. Nee, nee, da gehen wir jetzt nicht lang. Wir gehen hier lang. Und gehen wieder zu Dirgi. Dirgi Meaty. Hi, Dirk Meat. Da, da, da. Hallo. Ah! Oh ja. Das hat sich doch gelohnt, dieser Umweg. So. Auf nach draußen. Schau ich mal kurz, ob irgendeine Nachricht kommt. Sowas könnte ich ja echt hassen. Wenn die Leute anrufen, anstatt eine Nachricht zu schreiben. Also, ich weiß auch nicht. Eine Nachricht, wo drin steht, schnell, es ist sau wichtig gerade oder sowas. Da weiß ich dann, was los ist. Aber ein Anruf, den ich dann nicht annehmen kann, weil ich halt irgendwas mache, da... Ah, so. Komm schon, Ladezeit, bitte. Immerhin spielt die Mucke. Hört ihr jetzt die Musik? Ja, ne? Ja, Dogmeat, ich weiß. Ich hab dich da hinten stehen gelassen, sorry. Oh, Dogmeat. Stand still, motherfucker. You crazy motherfucker. Oh, yeah. So. Ja, da hat er doch was gefunden. Aber wo, aber was? Oh, Dogmeat, what have you gefunden? Eine weitere Zigarre. San Francisco Sunlights. Ha. Kelloggs Lieblingssorte. Komm, meine Hand. Ha. Junge, schnappen wir uns den Kerl. Let's snippers that kill. Hol ihn dir. Los. Wo ist er? Ja. Den Kerl holen wir uns, du. Das sage ich dir im Guten. Speichern, falls jetzt irgendwas Krasses kommt. Dogmeat, du bist gewarnt. Die Pistole ist schon nice hier, wobei ich glaube, dass sie dann gegen Tiere, die eigentlich keine Rüstung haben sollten, ne, so an sich gar nichts, also keinen Vorteil hat. Aber gegen so gepanzerte Leute ist es schon... Na, so wrong. Können wir direkt testen. Na gut, trotzdem, one shot, one kill. Oh, da hinten ist irgendwas gerannt, hab ich's gesehen? What the fuck? Oh! Na, super. Alter, das war ja wohl klar jetzt, dass du die Ghouls komme. Und ich eure mich hier da, hä? Ah ja, das ist tippig. Ist irgendwas rumgeflogen. Aber, die Piper ist schon wirklich ziemlich tight, ne? Was? Hier los, was ist denn hier los? Wo kommt denn? Oh, das ist ein Farmer, ich muss ihn retten. Farmer. Bin der jetzt hin? Achso. Oh, Dogmeat, nicht sterben. Wo ist denn hier noch ein Feind? What the fuck?
Wo ist der? Okay. Einfach unterirdisch irgendwo. Komm doch mit weiter. Du musst schon zeigen, wohin es geht. Das wissen wir nicht auswendig. Was ist denn da drin? Bestimmt was Leckeres. Warte mal kurz. Nein. Fucking nein. Come on, dog meat, run. Die Mucke ist so nice. Dog meat, wo? Was? Sprich mit uns. Oh. Guck mal, da hat jemand den Kopf verloren. Geschütz wurde auch zerstört. Der Kellogg war unterwegs. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Hier, Dogmeat. Du hast mir wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Bitte. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Danke, Farmer. What the fuck? Hey. Ja? Hey, ja? Ja? Ich dachte kurz, es ist Kellogg. Kellogg chillt hier rum. Dogmeat, wohin? Wohin? Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Dogmeat! Wie Menschen mit dem Fleisch-Scheiß-Zeug. Kannst du... Hallo? Ah, jetzt, na also. Er ist einfach in irgendeine Endlosschleife und schnuppert da der Piper Marsch rum. So geht das nicht, Dogmeat. Wir brauchen jetzt mal hier Ergebnisse. Oh, da vorne ist eine Vault. Was für eine Vault ist da? Vault 81, ist es... Oh. Das ist die mit den, die mit den Gangstern. Gangsti. Shit, wo ist Dogmeat hin? Ah. Dogmeat, wo geht's denn hin? Komm, renn. Ich weiß nicht mehr genau, das war irgend so ein Militärding. Das ist, die Erinnerung ist ganz schwach an die ganze Kellogg-Geschichte. Ich habe komischerweise Erinnerungen, die sehr deutlich und feste sind und klar, das sind die von irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Aber diese Hauptmission, ich habe es wahrscheinlich so wie immer halt gespielt, wie man es halt so macht. Und die Hauptmission eher wenig bis gar nicht gespielt. Und einfach nur rumgedödelt. Gott, das Hängebauchschwein. Boah! Das Teil geht ab. Achtung, noch einmal. Yeah! Okay, langsam geht die Muni aus. Noch mehr, what the fuck? Ah, fuck! Piper ist sick. Coole. Piper ist in Ordnung. Wie sie da hockt. Ich hab mir weh gemacht. Kannst du mir helfen? Nee, Piper, du musst es alleine hinkriegen. Wie sie sich selbst regeneriert im Sitzen. Diese Dinger sind schon lange keine Menschen mehr. Ja, es ist echt schlimm, ne? Fuck. Warte. Hi, Dogmite. Where you do? I can't find you. Das ist die Station, bei der wir schon waren, oder? Ja. Oder Moment, hä? Was ist denn das? Ist das hier? Okay, das ist einfach etwas im Nichts. Ich dachte, das wäre dieser Bahnhof. Moment, Dogmeat. Jetzt können wir schon noch ein bisschen hier untersuchen. Ah! Zwischenstation. Das kenne ich auch noch nicht. Oh mein Gott, wie cool. Alles klar, dann speichern wir hier mal und gehen wir nur ne. Bellt direkt. Nein! So, mal schreiben. So. Da. Oh, das ist. Sonst verkommt das alles ja nur. Ja. So ist es halt, ne? Ist ja nicht eine Geschichte noch dabei oder irgendwie so? Das wäre ziemlich nice. Kein Tape, das wir uns anhören können oder so. Das war's schon. Okay, ich denke, dass hier jemand. Netzrelay-Spule. Warum? Warum ist sowas mit dabei? Oha, Schädel-Augenhöhle. Schädel-Gesichtsplatte. Shit. Da wurden, glaube ich, Leute verstümmelt oder sowas. Auf diesem Ding zerkloppt und dann wurden die Stückchen aufgehoben. Ich weiß nicht warum. Ist das möglich? Kann das gerade mal sein? 60-Minute-Main. Bum, 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 bum. So, läuft. Dogmeat. Cool bleiben, ich bin wieder da. Kannst ruhig weitergehen. Da, oh, er ist da drin. Oh, okay. Wo geht's denn jetzt lang? Wo geht's denn jetzt hin? Hier unten? Oh, okay. Warte mal kurz, Dogmeat, das könnte ja was sein. Also,
Hier ist schon mal. Hey, Dogmeat hat eine Spur. Ja. Siehst du was? Dogmeat, schau mal. Gwyneth Stout. Gwyneth Stout. Sein Lieblingsbier. Ja, moin. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Ah, gut. Wohin geht's? Da vorne ist wieder was Neues. Das könnte es dann schon sein. Ja, ich glaube, das ist das Gebäude. Das ist so ein ziemlich großes... Ja, ich glaube, das ist es. Was ist denn hier noch alles dabei? What the fuck? Okay, aber Moment. Ich glaube, es ist eher ein einzelnes Gebäude, das auch auf der Karte dann sichtbar ist. Eigentlich. Ich erinnere mich, dass man sich dahin teleportieren kann. Und da vorne ist keins eingezeichnet. Aber das sieht ja mal ultra nice aus hier, die City. Da müssen wir mal hin. Wow. Ah. Wow. Kann man die Kisten kaputt schießen? Die ist eben auseinandergeflogen, ne, die Kiste. What's happening, gell? Wo ist er denn? So. Da ist noch einer, Piper, hinter mir. Ja, Piper, du musst dich schon so ein bisschen anstrengen. Auf Nimmerwiedersehen. Da ist noch jemand. Piper. Hier irgendwo, oder? Hä? Weil nachher hat ich so widerlichen Geräusche gemacht. Gott, sieht das ja cool aus. Ich kann mich an diese ganze Sache ja gar nicht erinnern. Ah. Hallo. Alter, die ist sick, die Wumme. Und so können wir ultra viel Muni sparen von unserer Dicke. Für später. Gut, durch diese ganze Veräme natürlich nicht. Oh mein Gott, keiner hat getroffen bis jetzt. What the fuck? Okay, warte mal. Boom. So. Alles klar, der wurde geschützt von dem Fallenden. So, gut gemacht, Dogmeat. Da vorne wird geschossen. Die haben alle Cash dabei, die sind reich, das sind reiche Ghule. So, weiter gespeichert und weiter gelaufen. Ich entdecke ganz kurz die Stadt hier, Dogmeat. Damit wir hier wieder hin können, uns hinporten können. Warte, Doggy. Na also. Sumpfwald. Und zurück. Ja. Er rastet sofort aus. Ich bin noch da. So, weiter geht's. Da vorne wurde eh gerade geschossen. Schau mal direkt. Wow. Schau mal direkt, was da los ist. Renn. Oh, da liegt was. Guck mal da. Warte kurz. Roboco. Oh mein Gott. Glaubst du, das war Kellogg? Oh shit. Alle. Alarm. Kritische. Was haben wir denn hier? Oh. Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja, ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie nicht an dir dran sind. Was ist hier passiert? Fehler. Bediener verstorben. Bedrohungsstufe Omega. Er hat uns getötet. Aber wer? Wir sind noch auf der richtigen Fährte. Hoffentlich ist es nicht mehr weit. Ja. Bist du jetzt komplett zerstört, oder? Oh. Ja, sieht so aus. Und ich kann hier nicht looten. Da ist bestimmt ultra geiles Loot drin in so einem Viech. Aber nee, ich darf nicht. Okay. Kann ich denn da looten, du? Den Motorrad? Ja. Dogmeat war... Oh, Dogmeat, da lag jemand direkt vor dir. Du hast ihn nicht... Hast du ihn nicht angegriffen? Schon so im Vorfeld? Warte mal, da liegt jemand. Ein Plünderer. Vorne ist auch irgendwas. Wo sind wir denn gerade? Ah, wir laufen gerade in diese hintere Region rein. Da waren wir jetzt ja noch gar nicht. Wir haben uns eher hier rumgedrückt. So in dem Bereich. Das ist ja auch noch alles unerkundet. Es gibt so unglaublich viel, das wir noch erkunden können, Leute. Das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, halt, ja, jetzt war es gut, dass du gebellt hast. Ich bin gespannt, wie viele Folgen das werden. Insgesamt. Bis wir sagen, so, jetzt ist es beendet. Also, wenn nichts Unvorhergesehenes eintritt, dann wahrscheinlich mindestens 500 oder sowas. Doggy, wohin? Das ist da vorne. Das ist dieser Stern. Bin mir sicher, dass es das ist. Das war irgendein Militärgebäude. Ja, das da vorne ist es. Da. Oder ist es das Krankenhaus nebendran? Also das ist da oben irgendwo auf jeden Fall.
Mittlerweile sind wir auch echt lange gelaufen, also es wäre echt übertrieben, wenn es noch weiter wäre. Dätel, 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 dätel. Hopp. Da geht lauf. Da haben wir Blut. Ja. So. Was meinst du, Junge? Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Mö. Oh shit. Dogmeat, Dogmeat, schnell raus aus der ekligen Kamera. Da könnte ein Bärchen kommen, oder? Nee. So, es ist direkt da vorne. Nicht das, aber das hinten dran ist es. Aber das können wir auch direkt hier mit entdecken. Und guck mal, hier ist auch noch was. Das da, ne, oder? Hallo? Okay, warte. Blödes Vieh. Bam! So, mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte es nur entdecken. Wow! Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ja, na sicher. Wie viel haben wir hier? 179. Okay, hier für 59. Ja, wir kloppen uns ja wieder ein bisschen rum hier. Das da ist es. Das ist es. Das Gebäude da vorne. Ah, vor Tagen, genau. Der Name lag mir zwar nicht auf der Zunge, aber das ist immer richtig. So. Sieh nach Dogmeat. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Es ist soweit, oder? Kellogg ist hier. Okay, Blue. Das machen nur wir beide. Dogmeat hat sich eine Pause verdient. Genau, geh du mal nach Hause. Egal. Keine Sorge, Dogmeat. Ich wollte nur Hallo sagen. Keine Sorge, Dogmeat. Ja, okay, läuft. Auf nach Hause mit dir, du Sack. Hey. Hey. Sag einfach Bescheid. Hey, du bleibst hier natürlich, ne? Hallo? So. Warte da. Okay. Ach so. Ich bin dann hier. Komm schon. Gut. Komm schon. Dogmeat, gehst du wieder nach Hause? Ich weiß gar nicht genau, ob er den Befehl jetzt bekommen hat, nach Hause zu gehen, aber es ist mir jetzt auch wurscht. Falls er nicht in der Red Rocket-Dingenskirchen ist er halt hier. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Sollen wir tatsächlich jetzt die Mission mit Kellogg Meine machen? Meine Kopfplatte ist im Eimer, aber der verdammte Geschützturm funktioniert auch nach 200 Jahren noch. What the fuck? Bin die Piper? Das habe ich ja nie gehört. In einem Stück. Da haut sie ja diese Ultra-Dinge raus hier. Oh, das ist schon fast ein bisschen sexistisch, my girl. Was ist denn dieses andere Ding? Ja, also die Frage ist, ob euch... Was würdet ihr jetzt lieber machen? Mir ist es eh wurscht, also wir können gerne... Wir können gerne auch erstmal so weiter vorwerken oder eben direkt hier reingehen. Wobei wir so oder so natürlich nichts liegen lassen, also so ist es klar. Wir gehen dann eh rum. Also ich meine, ich habe schon vieles liegen gelassen, ich weiß. Aber Orte, Quests und so weiter, die lassen wir nicht liegen. Die machen wir alle. Komm. Geil. Volles Riesenmagazin in dem Teil. Was ist denn hier? Oh, mit diesem ekligen Gehirn drauf. Melklick. Foto große BC. Ja, ach, die rennt da rum. Man kommt dann irgendwie über einen Umweg oder so aufs Dach hoch. Ah, da. Na, ja, was heißt Umweg? Ist das jetzt nicht. Man kommt über den Umweg ins Haus rein, so. Oh, oh. Man kann hier dann einfach hoch. Warte mal. Ah, das. Scheiße, hä? Ich will doch das Ding haben. What the fuck? Ah. Boah. Hey, die ist so OP. Bam, 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 bam. Irgendwie reißt die schon echt ganz schön krass rein. Nur habe ich jetzt halt fast die komplette Munition verbraucht. Was aber auch nicht schlecht ist. Wir hatten also die ganze Zeit nichts, was diese Munitionsart verbraucht hat und stark genug war. Und jetzt haben wir hier dann doch mal ein richtig dickes Ding am Start. Drüben noch looten hier. Das hier ist immer wichtiges Zeug. Ja, ich kann nicht mehr rennen. Slöt, nie, die Slee. Komm, wir trinken mal was. Und so, reicht das vielleicht wieder? Nein. Ach komm, ein Kilogramm. Einfach noch was gefuttert. Ah, die Mods, shit. Piper, wo bist du? Ach, jetzt hau ich halt, schmeiße ich halt irgendwas weg. Wir haben bestimmt eh irgendwas, von irgendwas zu viel dabei. Ja, der Kampfmesser, was, warum haben wir ein Kampfmesser und die Machete? Das habe ich vorhin aufgesammelt, ich weiß.
Ja, das war's. Okay. Sehr gut. Also, ihr könnt euch jetzt gerne hinter das Video schreiben, was ihr lieber hättet. Ich kann nicht hundertprozentig versprechen, dass es dann auch genauso klappt. Also, ich weiß gar nicht, wann kommt denn das hier, heute oder morgen? Morgen erst oder sogar übermorgen. Wenn es erst in ein paar Tagen online geht, dann habe ich bereits vorproduziert, weil ich, ja, ihr wisst ja, über die Feiertage keine Zeit habe, was anderes zu machen. Und dann werde ich mich einfach entscheiden und dann müsst ihr damit leben. Aber vielleicht passt es ja irgendwie. Naja, okay, gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.